Ja, vielleicht zu diesem außerordentlichen Kreisparteitag vom letzten Freitag nur einige wenige Worte. Man wird ja aus jeder Sitzung, aus jeder Versammlung klüger. Man denkt auch darüber nach, was hat es gebracht, was bringt es uns auch für die Zukunft. Wir wollten diesen Parteitag veranstalten, so war es auch abgesprochen, auch mit unseren Freunden aus Schorns, dass wir den Blick nach vorne richten wollen und nicht mehr in die Vergangenheit. Es sollte keine Abrechnung mit irgendjemandem passieren, sondern wir wollten uns für die Zukunft ausrichten. Sie alle kennen sicherlich das Ergebnis aus der Presse. Ich will es also nicht weiter kommentieren. Ich glaube, dass wir so eine Zukunftsperspektive dort kaum entwickelt haben. Wir haben einen guten Ansatz gehabt, nämlich dass wir keine zweite integrierte Gesamtschule in Friesland haben wollen. Dieser Antrag ist hervorragend von Frau Bademeier ausgearbeitet worden. Nur die Medien hat er nicht mehr interessiert. Die sind zu dem Zeitpunkt schon zu Hause gewesen, weil die der Streit innerhalb unserer Partei interessiert hat. Das war wichtig, das war berichtenswert. Insofern bin ich über diesen Ablauf an der Stelle doch etwas traurig und würde mich freuen, das habe ich auch in meinem Schlusswort gesagt, wenn den Ankündigungen, diesen dann auch für die Zukunft Taten folgen würden, auch von denjenigen, gerade aus Schorns, wo zwei noch nie sich an der Kreisarbeit beteiligt haben, nämlich der Fraktionssprecher und auch Herr Bastorp und der Stadtverbandsvorsitzende, über 50% der Sitzungen des Kreisvorstandes, über 50% der Sitzungen des Kreisvorstandes gefehlt hat, wenn die sich aktiver dann in die Kreispolitik einbringen würden. Ich glaube, das würde uns insgesamt mehr dienen, das würde uns voranbringen. Ich habe zurzeit die große Befürchtung, und da bitte ich Sie alle, da bitte ich auch Insel-Marie als unser Ehrenmitglied, dass wir auf den Zusammenhalt der Partei achten. Wir haben zurzeit einen Riss in der Partei, da müssen wir, und das darf nicht so sein wie bei der SPD in Farel oder in Wilhelmshaven, sondern wir müssen darauf achten, dass wir die geschlossene Kraft weiterhin in Friesland sind, dass wir zusammenstehen, dass wir uns auch gegenseitig achten. Und ich glaube, dann haben wir mit dem Parteitag die Möglichkeit, für die Zukunft auch weiterzuarbeiten. Ich sage ausdrücklich auch, ich habe mich über einen Satz dort sehr geärgert, der dort lautete, wenn wir nicht nur in Schorns ernst genommen werden wollen, dann müssen wir etwas tun. Ich bin schon der Ansicht, dass wir in Friesland alle ernst genommen werden, dass wir als Politiker, Politikerinnen, die ehrenamtlich ihre Arbeit machen, es verdient haben, alle ernst genommen zu werden. Und daran müssen wir arbeiten, dass wir in der Gemeinschaft weiterhin stark sind und dass wir die CDU für die Zukunft sind. Ein Wort noch, bin ja von Herrn Hohenfeld und Herrn Bastorp gebeten worden, Ende Mai nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Ich habe Anfang Januar in einer Vorstandssitzung des Kreisvorstandes erklärt, dass ich dieses Amt gern 2 weitere Jahre fortführen würde, die Kommunalwahlen mitgestalten mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Kreisvorstand, auch aus der Kreisfraktion, deren Arbeit ich im Übrigen sehr schätze. Ich hatte damals im Beisein auch des Stadtverbandsvorsitzenden aus Schorns gebeten, dass man, und das ist ein Gebot der Fairness, denn wir können keine kalte Übernahme auch in einem Kreisverband machen, dass man bis Februar nennen würde, wenn eventuell andere Kandidaten oder andere Ansichten sind. Ich habe bis heute nichts gehört. Danach gehe ich davon aus, dass ich nach wie vor der einzige Kandidat zurzeit bin. Insofern am 26. Mai haben Sie dann die Wahl zwischen dem Kandidaten Kammer und eventuell einem noch Unbekannten aus Schorns eventuell zu nennen. Und Sie müssen dann frei entscheiden. Natürlich klar, dass jeder dann um die Unterstützung bitte. Ich bitte um Ihre Unterstützung, damit wir dann auch die Kommunalwahlen vorbereiten können, damit wir auch die Landratswahlen vorbereiten können, die, glaube ich,
sehr wichtig sind. Wir haben innerhalb der Kreisfraktion ein anderes Votum, eine andere Empfehlung gegeben als die Kreispartei. Ich habe auch aber auch im Kreisvorstand gesagt, das, was der Kreisvorstand entscheidet und was Sie als Mitglieder, soweit Sie auch aus der Seniorenunion heraus Mitglieder dieser Partei sind, das ist verbindlich und danach haben wir uns zu richten. Wir haben im Kreisvorstand entschieden, mit einem eigenen Landratskandidaten anzutreten. Hinter dieser Entscheidung stehe ich voll, auch wenn ich vor dem in der Fraktion, in der Diskussion etwas anderer Ansicht war. Es wird auch dort die volle Unterstützung des Kreisvorstandes und auch der Kreistagsfraktion für unseren Kandidaten geben. Von daher haben wir große Aufgaben, aber wie gesagt, noch einmal die herzliche Bitte, achten Sie mit darauf, dass unsere CDU nicht auseinanderdriftet, dass alle Stadt- und Gemeindeverbände sich in dieser CDU auch wiederfinden, alle Mitglieder. Ich glaube, dann werden wir auch die vor uns stehenden Aufgaben bewältigen. Herzlichen Dank.